Coaching 2020. Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Benedikt von Feiersleben. Von der Akademie? Nein, von dem Institut der Karriereberater. Freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Wenn du durchstarten willst, dann hör unbedingt jetzt dieses Podcast. Nein, du musst gar nicht sagen, praktisch. Es geht immer um Coaching, mein Freund. Freundin, egal, ja, um die Methoden. Es geht um dein Business. Das Manager Free and Coaching, das hat mir mein Mentor aus Nordamerika verraten. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Methoden verfeinern und anwenden. Marketingberatung, Online-Business, Coaching. Es geht los, mein Freund. Live-Coaching, Online-Kurse. Habe 1928 mein erstes Unternehmen gegründet und in diesem Unternehmen 1998 das Internet für mich entdeckt. Ja, ja, klar. Damit baust du dein profitables Online-Business auf. Seminar nur 145 Euro. Werbeportal, Werbegelder, Online-Marketing. Ja, ein Leben in Freiheit. Ein Leben außerhalb des Hamsterrades. Mein neues Buch, jetzt überall im Handel. Riesentipps. Nutze die Einnahmequelle, um mehrere 10.000 Euro zu verdienen. Die wichtigste Intervention für dich, die 95 wichtigsten Punkte erläutern. Kostenloses Beratungsgespräch, einfach anmelden. Mehr Geschäft, dann werde ich dir sagen, wie du dann professionell arbeitest. Du telefonierst mit einer Frau aus meinem Team. Wir quatschen einfach mal, was das alles ist. Beratung, alles unverbindlich, ist ja klar. Du musst dein Wunder wahr machen. Es geht um Verkaufen, klar. Verkaufen. Dein Leben verändern. Du wirst ein exzellenter Chef. Chefin für Selbst-PR. Du musst wissen, ob du noch dort bleiben willst, wo du jetzt bist. Du willst da dann nicht mehr bleiben. Dann bist du schon weiter. Du hast ein Ziel. Ja klar, Probleme entstehen doch nur, weil du sie dir im Kopf malst. Das müssen keine Fakten sein. Nimm das Konstrukt aus deinem Kopf. Ja klar, von zu Hause aus. Du brauchst nirgendwo hinfahren. Keine Vorkenntnisse, nein. Du musst nicht vor der Kamera stehen. Du brauchst kein technisches Know-how. Psychologische Ebenen, mein Freund. B2P. Entschuldigung. B2B oder B2C. Am Ende steht immer ein Mensch. Kauf psychologischer Tricker. Wenn du ein Handy bedienen kannst, dann kannst du sofort loslegen. Einfach unten auf den Button klicken. Digitale Produkte musst du positionieren. Den Wert im Kopf des Kunden herstellen. Also wenn du meine Schritt-für-Schritt-Anleitung aus meinem Coaching haben willst, werde dir deiner Fähigkeiten bewusst. Was hält dich davon ab, etwas zu verändern? Dann ändere das und dann kannst du es. Du brauchst eine Benefit-Argumentation. Ich zeige es dir, du erfährst dann mehr. Ja, ich habe ja auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Wie du es schaffst, das gehe ich noch genauer ein. Ein auf dein Ziel. Wie du aus dem Hamsterrad entkommst. Laserscharf auf den Punkt. Es ist von Vorteil, wenn andere schon Lösungen gefunden haben. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du kannst auch eine Ausbildung bei mir buchen. Dieses Angebot gilt allerdings nur noch bis zum Ende des Monats.
Ich zeige dir deine richtige Zielgruppe, deine Positionierung. 15 Jahre auf dem Gebiet der Erfahrung. Es reicht nicht nur, eine Marketingstrategie zu haben. Sie muss praxiserprobt sein. Ja, ein Online-Training ist auch Praxis. Dein Mindset muss abgedatet werden. Nein, es braucht mehr Komponenten. Das optimale Energielevel, die perfekte Schwingungsfrequenz, magische Anziehungskraft ihrer Klienten zu erzeugen. Ja, du bist ein Business-Mentor. Du liebst dein Unternehmertum. Das Produkt ist gar nicht so wichtig. Dein eigener Psychologe für dein Ziel. Authentisch sein, zeitschonendes Arbeiten, dein Schwingungslevel erfolgreicher werden. Skalierung, Automatisierung. Erstmal gratis Produkte, dann 20 Euro als Einstieg und dann nicht mehr als 150 Euro. Sonst bricht dir alles weg. Testimonials platzieren. Ich verrate es dir, du brauchst deine Schwingungsfrequenz. Deine ideale Schwingungskurve, um deine Klienten anzuziehen. Telesales plus Online-Business. Es wird dann alles ganz leicht. Alles kommt in den Fluss, nicht nur dein Business. Ich habe schon 57.000 Klienten in über 235 Branchen unterstützt. Dein Akademie bist du selbst. Druck, du machst dir Druck, du machst dir selbst Schmerz mit Techniken, die du aus den 70er Jahren stammst, mit Parametern wie Fleiß, der reine Aktivismus ist, mein 420-minütiges Training mit allen Essentials, klick einfach unten, ein kostenfreies Abo, kostenfreien Zugang zu meinem Training. Über 64,6% meiner Klienten kamen von anderen Coaches. Das waren aber keine authentische individuelle Hilfen. Trage dich einfach in meinen Newsletter ein. Sichere dir dein Training. Dein Business muss auf die nächste Stufe gebracht werden. Die Konkurrenz schläft nicht. Nicht nur vertikal entwickeln, alles mit mehr Wissen, sondern auch horizontal, mehr Bewusstheit. Hierin müssen wir uns transformieren. Du musst einfach professioneller werden. Aussehen. Dein Marketing ist extrem wichtig. Selbstreflexion. Du musst einfach mehr wahrgenommen werden. Du musst es lieben, andere aufzufordern, unten auf den Button zu zeigen. Hier öffnet sich dein Sesam zu deiner nächsten Transformationsstufe. Ja, du brauchst eine Bücherwand im Hintergrund, wenn du ein erfolgreicher Coach werden willst. Es ist egal, welche Bücher, aber diese Bücherwand muss sein. Dann wirst du auch schnell deinen Klienten sagen können, ob ihm Wissen fehlt oder einfach nur die Bewusstheit. Wenn du dich selbst mangels Bewusstheit an deinem Erfolg hinderst, das musst du frühzeitig erkennen. Verschiedene Blockaden, negative Glaubenssätze, Minderwertigkeitsgefühle, vergessene Traumaerfahrungen, negative Muster, Ängste, Laster, Flüche, heimliche Versprechen, karmische Verstrickungen, astrale Entitäten, Fremdenergien, Mangel an erforderlichen Qualitäten, Fähigkeiten, Energien. Das alles in unterschiedlichen Kombinationen. Intensität und individueller Dynamik kann den Klienten massiv hindern, wirklich weiterzukommen und seine erwünschten Ziele zu erreichen. Diese Erkenntnis der Bewusstheit ist das Loslösen aller Bremsklötze, die uns aufhalten, erfolgreich zu werden. Selbstzweifel sind deine Killer für deinen Erfolg. Du musst Empathie dafür entwickeln, wo deine Selbstzweifel entstanden sind. Dann verändern sich deine inneren Wahrnehmungen. Es verändert deine Fähigkeit, mit diesen Selbstzweifeln umzugehen.